Hallo und herzlich willkommen hier zu Part 9. Mittlerweile schon. Wir haben wieder was vorbereitet. Ja. Wir haben gemerkt, dass diese Cube-Vernichtungs- in der Waffe-Area nicht unterhalb ist. Also die erober uns das Ganze blubbert, wenn wir, sobald wir da drin sind, dann ist wieder alles leer. Deswegen haben wir uns einen Pfad, eine kleine Brücke am Rande unten runter gebaut. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier mache, aber ich wollte eigentlich die Treppe bauen. Hab ja. Ein bisschen Schiss, dass ich runterfliege. Genau, jetzt sind wir in dieser... Aber wir sind drüben. Juhu. Also wir haben uns quasi da eine Unterführung gebaut. Kannst du noch mal kurz zeigen? Da. Da. Die ist wunderschön. Also wir haben quasi das Spiel ausgetrickst. Sind einfach unten durchgetaucht. Ich glaube, das Spiel hat uns ausgetrickst. Ja, oder so. So. Ja. Welche Nummer ist das? Sind wir bei der 3 schon, ja? Das ist die 7. Sehe ich da. Ja, das ist wie eine 7, also. In Part 9 treffen wir auf die Nummer 7. Oh, was ist das? Ist das die rote Waffe? Die rote Waffe. Der rote Baron und die rote Waffe. Ich sehe, das ist. Das ist wie eine Soap irgendwie. Was ist das hier? Das kommt mir aber bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Mir auch. Aha. Musst du Schlangen? Nee, kannst du eine Schlange bauen? Nee. Ich muss das. Muss das gleich ziehen? Ja. Das Dumme war, ich. Meinst du, kannst du schieben? Meinst du, also. Mal schauen. Drück mal unten dann einen rein und. Ne? Ja, geht so, doch. So sieht's aus. Ja, du musst. Zieh mal den Weg, genau. Du kannst. An der Kette kannst du durch markieren. Ne? Merkst du? Also, du kannst. Du läufst die Blöcke, die du auswählst, wenn du jetzt langsam hochziehst, und dann kannst du da klicken, genau. Ah, so, okay. Straightforward problems can often require a roundabout solution. Das sieht echt cool aus, oder? Sieht echt sehr schön aus. Also wenn es Gegner gäbe, würde ich hier einen ganz fiesen abwarten. So einen richtig bösen Klotzmann oder so. Einer, der fies lacht. Soll ich mich mal herausstellen? Ja, dann fliege ich bestimmt hoch oder so. Das sieht so gefährlich aus. Man muss bestimmt da rein. Das glaube ich nicht. Wir können uns das vom Rand aus angucken. Kannst du irgendwelche Klötze von der anderen Seite mitnehmen? Die ich dann in der Luft blockieren, dass wir dann reinfallen. Okay, erstmal die Tür, bevor wir uns dann wieder. Genau, jetzt nimm mal ein paar Blöcke mit hier. Aber kann man denn. Von außen kannst du, glaube ich, da rein bauen. Also meinst du jetzt. Okay, nee, kann man nicht. Kann man natürlich nicht. Schade. Wenn wir jetzt da durchfliegen, ist ja alles weg, ne? Also platzier mal. Kannst du den ganzen reinziehen? Nee. Soll auch nicht gehen. Da sind ja halt alle Blöcke weg, ne? Ja. Cooles Rätsel. Ach so, du bist ja ein Fuchs, ne? Ich glaube, es geht aber nicht. Aber das geht nicht, ne? Weil wir sind dann fliegen erst dahinter durch. Willst du da raufspringen? Ich wollte eigentlich mich blockieren lassen von dem Cube, dass ich den hier reinfalle, aber es bringt ja auch nichts eigentlich. Ich tippe mal, hierfür brauchen wir eine andere Waffe. Oh. Weil, ne? Okay. Und so. Geh mal nach hinten. Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt rückwärts gehen, kommt was ganz anderes. Als wo wir herkamen. Ja. Ja. Das kennen wir nun überhaupt nicht. Waren wir hier eigentlich? Wir haben den grünen und den gelben Raum benutzt, glaube ich. Wir können ja den roten machen. Wir können uns doch jetzt auch Cubes mitnehmen hier. Können wir da nicht unten zu dem Trampolin und da mal hoch zu dem roten? Ja, wir können es versuchen. Oder. Ich tippe mal, also da kommt man nur mit der roten Waffe irgendwie weiter.
Dann wird es hier runtergehen. Na gut, hier hat man. Ist ja auch leicht World Open. Open World, meine ich. Was? Nein, es. Kannst du ja hier immer nach ganz unten recht. Da war ja nur dieser. Der ist Magenta-Stein. Okay. Magent. So. Aber wir haben auch schon die Wand ganz gut gefüllt. Soll ich da einfach nochmal hingehen? Hier. What the fuck, hatten wir ja gelöst. Wir hatten doch. Okay, also. Hier war die rote Waffe zu sehen, ne? Aber. Ja, hier. Sieht man irgendwie was. Anhaltspunkt in der Nähe ist. Da, okay, da oben ist dieser Wechseldings, ne? Ah, genau. Du musst beim Durchfliegen da reingucken. Ja, ja, ja. Ja. Manchmal hilft ein Blick rückwärts auch nach vorn. Also der Satz klingt so dumm, ne? Grad, aber. Mhm, ja. Aber weißt du ja vielleicht, was ich meine. So. Raus. Also da gucken wir einfach nach oben. Okay. Drehen wahrscheinlich die Welt um. Das ist ja unglaublich, oder? Leute, also wer sich so was ausdenkt, so krass. Der geht jedenfalls nicht ins Bett, wenn Mami ist da, glaube ich. Attention to detail can lead to very rewarding outcomes. Ey. Oh, da ist unser Freund der Pixelwurm. Und? Willst du ihm eigentlich einen Namen geben? Ist nicht Blackie oder so. Also, Peter. Peter. Okay. Peter Pixelwurm. Hier war doch ein Loch, oder? Keine Ahnung. Hier kommen wir nicht rein. Du kannst wahrscheinlich, wenn du jetzt nach oben guckst, dann in das Loch reinfallen, was auf der anderen Seite unten drunter ist. Ne? Guck mal runter. Ab. Jetzt sind wir endlich da drin, wo wir schon immer sein wollten. Ab. Oh Gott. Okay, Alle Würfel sind weg, wir sind völlig gefangen, glaube ich. Da ist die rote Waffe. Was? Hallo? Also. Kannst du nochmal zur roten Waffe gucken? Zur roten? Die war vorher. Oder ist es überhaupt die rote Waffe? Ich weiß gar nicht. Können wir hier überhaupt irgendwas machen? Wir können auch. Kann ja nichts aufnehmen. Man soll ab. Zieh doch nach oben. Zieh doch mal. Aber es bringt wahrscheinlich auch nichts. Aber wahrscheinlich muss die doch hoch, weil ab. Also wir müssen ab. Hoch. Dass wir uns eine Treppe irgendwie bauen daraus. Aber das kann ja nur sich um Jahre handeln, ne? Dass wir das. Aber hier draußen können wir dann bauen. Also wir müssen uns eine Treppe bauen, dass wir aus diesem Schleim rauskommen. Also ich würde die Blöcke. Das ist lustig, was der jetzt da macht, aber. Ich würde die Blöcke zurückholen, mir eine Treppe bauen, dass wir aus dem Schleim rauskommen und dann bis nach ganz oben. Aber das dauert ziemlich lange. Sind jetzt eigentlich schon eine Einheit. Ja, sieht so aus. Kannst ja so schräg, ne, dass die so treppig. Also eins in die eine Ecke und das andere in die andere. Ja, so dass quasi nur eine Etage tiefer. Okay, also tricky. Ja. Das ist echt schwierig, ne? Aber wir könnten vielleicht auch mal probieren, da auf der anderen Seite. Ah ne, die gelbe Waffe hat uns da jetzt auch nichts gebracht, ne? Dass wir da irgendwie durchkommen. Ne. Kann man da mit einem Klotz runterfallen? Ne, wir hatten gar keinen Klotz, ne? Auf der anderen Seite. Aus dem Mensch, ja. Also der Ansatz ist schon nicht schlecht hier, aber ich finde schon, dass es scheiße aussieht. Also. Dankeschön. Wollte ich jetzt nicht noch ermutigen. Ach, Leute, so. Ich glaube, wir suchen jetzt einfach einen anderen Teil, wo wir weitermachen. Ich glaube, wir hängen jetzt schon zu lange, ja. Und da sind wir ja gerade in dem kleinen.
Da gehen wir da rein nochmal. Ich fülle das Wasser. Ja, da. Das haben wir schon gesehen. Okay. Und da sind wir dann reingefallen. Vielleicht muss ich das ja hochholen. Ich stelle nicht ran jetzt. Nee. Komm ich nicht. Hast du irgendeinen Block? Nee, wa? Nee. Kannst du überschleichen? Ne, weil das Loch ist ja. Nee, okay, kannst du nicht. Okay. Nee. Das bringt uns jetzt auch nichts, ne? Aber doch so, es sieht eine wunderschöne Treppe aus. Ja. Sieht auf jeden Fall. Nicht hoch, du kannst da nicht hochspringen. Nee, weil mich wahrscheinlich hier der Rand. Mach mir die Mühle. Junge. Dann zieh doch in der Mitte einen Block raus, nicht am Ende. Wunderschön. Also ist eine sehr schöne Treppe geworden. Die man nicht benutzen kann, aber so. Ne, so ein Bild, was man sich an den Kühlschrank hängen muss, so, als das Kind gemacht hat. Es ist echt zum Mäusemelken. Ja, die abstrakte Kunst beenden wir wahrscheinlich einfach. Und wir probieren uns hier mal aus. Aber die Treppe sieht auch schon wieder sehr schön aus. Und wahrscheinlich. Jetzt bist du draußen, ne? Ja. Kannst du dann auf den Rand springen, ne? Doch, wir sind kurz vorm Durchbruch bestimmt. Jetzt zieh das mal irgendwie hoch. Uff. Ja. Ja, nichts passiert. Und jetzt kannst du ja theoretisch einen Weg nach ganz oben bauen. Also du kannst ja die Klötze unten einsammeln und die regenerieren sich ja. Aber ich würde sagen, wir pausieren hier trotzdem kurz. Ja. Und sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao. Ja.